mit Florian Kohfeldt, der im Studio ist, und Sie sprechen. Das ist eine besondere, besondere Lehrer gewesen und eine besondere Beziehung geblieben. Marco, warum? Ja, einfach der Fakt, dass wir noch in Kontakt sind, das zeigt immer Klassentreffen von früher, die gut besucht sind, dass wir eine gute Gemeinschaft waren, wir hatten eine gute Zeit, haben Frank damals sogar mal überreden können, am 11.11. um die Häuser ziehen zu können in Köln. Das gab es vorher, glaube ich, nie. Also den Chef des Lehrgangs. Genau, Frank Wormuth. Ja. Ja, okay. Aber der war so streng, ja? Frank war streng, ja. Ja. Warum kurz? Bitte? An dem Tag nicht. Okay, keine weiteren Details. Aber warum ist die, ich glaube, Florian Kohfeldt kann uns natürlich auch zuhören im Studio in Köln, warum ist diese Fußballschnittmenge, vielleicht auch die Idee oder dieser Charakter, Fußball spielen zu lassen, so groß bei Florian, bei Steffen, bei dir und bei Marco Rose? Ich glaube einfach, weil wir einfach, erstens wollen wir Mentalität, wir wollen dieses, wie soll ich sagen, dieses Kribbeln auf dem Platz und wir wollen einfach Stimmung auf dem Platz haben. Und wer alle drei beobachtet, ich glaube, da ist nicht einer ruhig am Rand. Und ich glaube, darum geht es immer ein bisschen, dass wir einfach die Leidenschaft und die Mentalität dieses Spiels lieben. Ich hoffe, Florian kann uns hören und auch kurz sagen, wer denn der Beste im Lehrgang war. Das würde uns nämlich ganz am Ende noch sehen. Warte mal, jetzt gehe ich aus dem Bild. Ja, moin erstmal nach Dortmund. Rosi, grüße dich auch. Freue mich, dass wir uns auf dem Wege mal wieder sehen. Ja. Also ich muss mal ganz kurz korrigieren. Ich weiß nicht, der Tag nach dem 11.11., meine ich, hatten wir Unterricht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe uns in irgendeiner Sporthochschule gesehen. Ja, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Das kennen wir ja. Ja, okay, das stimmt. Und die andere Frage beantworte ich nicht. Ah, okay. Gut, dann aber trotzdem nochmal vielen Dank für die Einschätzung. Also es scheint eine schöne Feier gewesen zu sein. Zum Sportlichen. Haaland, das war am Samstag schon so. Marco, kann er nicht. Dann war irgendwann klar, er kann nicht. Wie war es jetzt in den letzten Tagen zwischen Samstag und heute? Boah, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ich dritte Interview jetzt und das dritte Mal am Anfang direkt Haaland. Erling